Ich grüße euch, Freunde des Entitus. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute gibt es Random Perks, jawohl. Ich habe es hinbekommen, dass OBS das den Randomizer aufnimmt, ohne noch irgendwie andere Sachen von meinem Browser zu zeigen. Und bevor wir jetzt am Rad hier drehen und uns die Perks auslosen lassen, ich habe beschlossen, dass meine Videos verkürzt werden, und zwar um die Hälfte. Ungefähr ging ja so ein normales DBD-Video von mir bisher 22 Minuten. Ich versuche jetzt immer nur eine Runde hochzuladen, weil ich gehe, ja, wie gesagt, noch arbeiten, mache YouTube nur als Hobby und zurzeit wird mir das einfach ein bisschen zu viel auch. Und die anderen DBD-Tuber, die es so gibt, die machen auch immer so eine Runde. Das sind ungefähr so 10 bis 14 Minuten. Und ich werde mich da auch mal so ein bisschen anpassen und das ist auch so bei mir handhaben. Und mit der ersten Folge Random Perks hier, mit dem Randomizer, wird es jetzt so sein. Und es wird sich durch alle DBD-Videos und auch HSH-Videos durchziehen. Also wirklich kürzere Videos und eine Runde. Sollten die Runden natürlich zu kurz sein, dann gibt es natürlich noch eine Runde hinten dran. Aber das sollten eigentlich so die Ausnahmen sein. Gut, dann wird das geklärt. Dann drehe ich mal am Rad. Und was haben wir denn hier? Ja, Verwandt, einziger Überlebender, Anschnallen und Technikerin. Das sind die Perks, die ich jetzt ausrüsten werde. Dann würde ich sagen, springe ich gleich in die Runde und wir sehen uns dort. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Runde. Die schaurige Speisekammer ist es geworden. Und ich habe den Ranger Dright natürlich wieder genommen, weil der gefällt mir einfach zurzeit am besten. So, zu unseren Perks. Was können die, was machen die? Passen die gut zusammen jetzt? Ja, Technikerin, damit können wir leise an Generatoren arbeiten. Und wenn wir einen Skillcheck verhauen, dann kriegt der Killer keine Benachrichtigung. Die Jägerin. Ich muss mich mal kurz ein bisschen konzentrieren. Sorry. Okay, ist in der Jagd. Dann Verwandt, ne? Ach, natürlich sind die hier. Ne, die könnt ihr noch nicht irgendwo anders jagen. Okay, sind unten. Ja, dann natürlich. Geh weg, Jägerin. Ja, dann natürlich Verwandt, ne? Zum dritten Mal angefangen jetzt. Das kennen wir ja schon, wenn ich am Haken hänge, dann sehen die anderen Überlebenden die Aura des Killers, wenn der 16 Meter am Haken dran steht. Oder innerhalb von 16 Metern. Und die sehen sich auch alle gegenseitig. Und dann anschnallen, wenn jetzt einer am Boden liegt und er fängt an, sich selber zu erholen, dann sehe ich halt da verändert sich seine Aura, also ich sehe die Aura und die Farbe verändert sich und dann weiß ich halt, wie weit er schon vorgeheilt ist und ob sich das lohnt, da jetzt hinzurennen und ihn aufzuheben oder halt eben nicht. So, und einziger Überlebender war das, glaube ich, dass wenn jetzt ein Mitüberlebender stirbt oder geopfert wird, dann kriege ich einen Token und für jedes Token, was ich ansammle, kann der Killer meine Aura nicht sehen innerhalb von 24 Metern und ich glaube, das stackt mit den Tokens. Also jedes Token bringt mir 24 Meter ein und ich kann bis zu 3 Tokens ansammeln. Habe ich noch nie mitgespielt, ob das wirklich so funktioniert, keine Ahnung. Zack, erster Gen und hier war eine Kiste, oh, zweiter Gen, perfekt. Wir nehmen noch die Kiste mit, weil ich habe kein Item mitgenommen. Ritter-Gen, wunderbar. Ich habe kein Item mitgenommen. Nur eine Opfergabe für Blutpunkte. Deswegen gucken wir mal hier rein. Ah, nur eine braune Werkzeugkiste. Das passt aber. Da läuft die Jägerin. Ja. Glaube ich zumindest, dass sie das war. So, 3 Generatoren ziemlich zeitgleich. Der Killer dürfte jetzt richtig Stress haben. Hier ist noch ein Gen.
Aber ich höre sie auch. Nee, da sitzen die Bills dran. Komm, ich heil dich, Bill. Komm. Bill. Hallo. Ja, genau. So geht doch viel besser. Sehr schön. Und es gibt noch ein paar Punkte. Ist die Jägerin da oben drinne? Ah, es wird schon wieder so ein Gen Rush. Die Runde ist gleich vorbei. Und ich wollte euch ja zwar kürzere Videos liefern, aber zu kurz natürlich auch nicht. So, der hängt jetzt der erste. Wir machen den Generator hier aber fertig. Ja, den kannst du nicht verteidigen, den Gen hier, Jägerin. Zack. Und ich glaube, der Bill befreit sich jetzt gleich. Ne, da ist ein Haken. Aber durch Verwandt sehe ich jetzt halt die Aura von ihr und von den anderen Überlebenden. Oh, da ist sie. Ah, sie hat geschwungen. Also wird jetzt ein bisschen campy sein. Ich habe kein Borrow Time. Ja, war klar. Hätte ich nicht machen sollen. Sorry, Bill. Hast du Entscheidungsschlag? Nein, hat er nicht. Okay, das ist schlecht. Dann können wir das jetzt nicht. Also ich rette jetzt nicht nochmal. Was machen die da? Okay. Jetzt Tunnelpunkt Exe. Nein, Borrow Time. Wunderbar. Nice. Oh je, Rapidon Generator. Gehe ich mal in meiner Werkzeugkiste dran. So. Ah, Jägerin. Ah, wie hat die mich denn erwischt? Ich war schon um die Ecke. Ah, okay. Tschüss. Daneben. Ah, ziemlich erwischt, da war ich ein bisschen zu träge, aber macht ja nichts. Erster Haken, noch ein Generator, die anderen arbeiten fleißig. Ne? So, da geht der letzte Generator an. Ja, von meinen Perks haben wir jetzt nicht allzu viel gesehen, außer von Verwandt. Und ja gut, Technikerin, wie gesagt, wir reparieren halt leiser und wenn Skillcheck kommen würde und ich würde daneben semmeln, dann würde der Killer keine Benachrichtigung kriegen, aber sonst anschnallen, aber jetzt nicht gesehen. Ja, danke. Und ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe, wenn ich ehrlich bin. Aber, oh, ich wurde gedeckt. Nice. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Tore sind. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, hier vorne ist ein Tor. Bei der Killerhütte hier. Ah, ne, ich darf keine Leute heilen. Ich bin ja noch im tiefe Wunden-Status. Wenn ich jetzt. Das hat er gut gemacht. Das hat er nicht gut gemacht. Okay, wir gehen raus. Tschüss, Siegerin. Jawohl. Nice, nice, nice. Das war eine sehr komische Runde, wenn ich ehrlich bin. Und sie ging auch relativ schnell, tatsächlich. Ich habe jetzt nicht so auf die Uhr geachtet. Aber gab auch nur einen Black Pip. Also wir bleiben auf Rang 9, bleibt alles so wie es ist. Ja, Rang 15 war der Killer. Hat man so ein bisschen gemerkt. Also ist kein Hate oder so, aber man merkt es halt schon. Ja, das waren jetzt keine 10 Minuten oder sowas, ne? Ich denke nicht. Ich würde, glaube ich, sagen, ich schaue mal gerade auf die Uhr und dann springen wir gleich in die nächste Runde, wenn Zeit dafür ist.
So, und da sind wir auch schon wieder. Ja, Zeit für noch eine Runde ist leider nicht so drinne. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach nochmal hier die Perks in der Übersicht zum selber Nachlesen. Hier einmal Verwandt. Dann einziger Überlebender. Dann Anschnallen und Technikerin. Die Werkzeugkiste haben wir eben mit der Runde genommen. Und hier Kuchen der Flucht hatte ich dabei für ein paar Blutpunkte. Ja, wie werden die Videos in Zukunft so ablaufen? Ich muss mir das noch ein bisschen besser strukturieren, halt auch wegen der Zeit. Ich meine, wenn es mal ein 16-Minuten-Video wird oder so, ist halt nicht schlimm. Aber wenn es so ist wie jetzt, wenn das Video zu kurz ist, ich möchte halt nicht so viele Cuts im Video haben. Deswegen muss ich da noch gucken. Ich muss es besser einsehen können, wenn das Video zu kurz ist. Wie gesagt, ich überlege mir da noch was, seid mir deswegen nicht böse. Und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, die Runde, auch wenn es eine kürze Runde war, wo der Killer auch nicht ganz so gut war, leider, hat euch trotzdem gefallen und haut ein Like raus. Schreibt in die Kommentare, wenn ich was verbessern kann, wenn ihr Vorschläge für mich habt. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert doch meinen Kanal. Das hilft mir, das hilft euch, denn je mehr Leute wir sind, umso mehr kann ich mit der Community interagieren und ihr könnt den Content mitgestalten. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis denne.